Hallo, heute basteln wir mal nicht direkt etwas, sondern wir machen so eine Art kleines DIY. Und zwar nervt es mich bei meinen Framelits, Sinnlits und so weiter tierisch die Aufbewahrung. Zum Beispiel die hier, die halt einfach hier so reingeschmissen, weil die kommen ja auf so einer Pappe mit so Klebestreifen drauf. Aber ich fand immer, die gehen wahnsinnig schwer, besonders am Anfang, ab von dem Klebestreifen. Und ja, irgendwann halten sie auch gar nicht mehr auf den Klebestreifen. Zwischendrin, denke ich mal, ist ganz gut. Aber ich wollte schon die ganze Zeit die auf so ein Magnetpapier machen. Und deswegen habe ich mir so ein Papier einfach mal bestellt. Und das kam jetzt gerade eben. Und ich verlinke euch das, welches ich jetzt bestellt habe. Und jetzt mache ich das einfach mal mit euch zusammen auf und hoffe mal, dass es auch das ist, was ich wollte. Wenn nicht, ja, dann wird das Video wohl nicht online gehen, sonst war nicht so. So, ich mache das jetzt mal hier von unten auf, weil ich drehe das jetzt nicht um, weil, keine Ahnung, steht meine Adresse drauf. Ich meine, mein Blog oder so ist die eh drauf, meine Adresse, aber trotzdem muss man ja nicht im Video unbedingt gleich so zeigen. So. Okay. Das sieht doch so ganz gut aus. Sind die selbstklebend gewesen? Ja, sind sogar selbstklebend. Ja, sind ganz cool. Magnetisch, testen wir das mal und. Ja, es hält, es hält, es hält. Ist ja supi. Da kann man die viel besser dann abmachen und wieder drauf machen und das ein bisschen besser sortiert. Ja, finde ich klasse. So, jetzt brauche ich die natürlich auch in der richtigen Größe. Sprich, ich will das schon in der Verpackung so lassen. Ich kenne noch manche, gerade diese Framelits, wo man zu einem bestimmten Stempelset hat, die machen das mit in die Stempelsethülle rein. Finde ich auch nicht schlecht. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das wirklich so machen möchte. Aber generell ist es eigentlich wirklich nicht schlecht, weil man sieht direkt, was man hat. Na, also bin am Überlegen, aber ich glaube einfach, bei manchen ist es wirklich so, dass vielleicht die Fläche nicht ausreicht, die alle irgendwie ordentlich da drauf zu bringen. Deswegen lasse ich sie lieber in der Verpackung, wie ich sie habe. Da steht auch halt nochmal drauf, wie sie heißen und so weiter. Ich meine, das ist jetzt eh ein Set, da gibt es kein Stempelset dafür. Und ja, das heißt, ich brauche jetzt einmal hier, das hier in der Größe. Hier, jetzt bin ich nur am Überlegen, ob ich das dann so da drauf klebe oder ob ich das nicht sogar so mache. Weil das sind ja eben mehr, das heißt, auf eine Fläche kriege ich die eh nicht drauf. Das heißt, ich brauche beide Flächen. Und dass ich das dann, ja, dass ich die quasi zwei Flächen mache und die quasi dann zusammenklebe, dass ich vorne und hinten habe und das dann nur so da reinstecke und die dann da drauf mache. Ich glaube, so werde ich das jetzt hier definitiv auch machen. So, hier geguckt wegen der Größe, ne? Weil wenn, dann machen wir das natürlich so platzsparend wie möglich, dass wir möglichst viel davon rauskriegen, weil so super günstig sind diese Platten dann ja auch nicht. Und so funktioniert das natürlich nicht, auch man könnte ja da dann einfach einen Streifen dran machen. Das muss ja nicht unbedingt durchgängig sein, ne? So, das so und so. Und dann hat man da auch die übrig, also so oder so, es passt nicht hundertprozentig. Wobei, wenn ich jetzt hier so gucke, jetzt gerade mal einen kleinen Bleistift und machen hier mal eine kleine Markierung. Jetzt habe ich natürlich eine Markierung auf dem Ding gemacht, anstatt da drauf. Nee. So. Und dann ja, fehlt doch einiges. Also wenn ich da die Hälfte machen würde. Oder ich glaube, das wird sogar relativ gut eigentlich passen. Also der wirklich nicht eigentlich bis ganz oben hingehen. So ein bisschen Luft soll ja eigentlich sein. Das heißt, wenn ich hiervon die Hälfte nehme, also das sind DIN A4 Blätter hier, also bin ich hier dann rein theoretisch, also bei nicht ganz 15 cm, also ungefähr hier bei der Hälfte. Das malt auf dieser Folie natürlich der Bleistift nicht, aber wenn ich das so hier mache,
Doch, das passt gut. Also ich nehme die Hälfte, muss ich bloß gucken wegen der Breite. Also, das hat eine Breite von 13 cm. Und überlege ich gerade, ob ich da jetzt auch 13 cm mache oder ein bisschen weniger. Weil es soll ja da auch noch später reinpassen. Guck mal, das ist doch ziemlich eng, weil das wird ja nochmal dicker. Dadurch wird das ja dann quasi, ja, wenn man das so, wird das ja schmaler. Muss man auch immer ein bisschen mit einrechnen, also nicht ganz 13 cm, so ein bisschen weniger. Und dann muss ich halt gucken, wie ich das überhaupt schneiden kann, mit was ich das am besten schneide. Lass mal gucken, mit was ich das am besten anzeichne. Versuchen wir das mal mit Kuli. Dann haben wir hier noch ein Lineal. Und so. Dann nehme ich jetzt mal Trick 17. Und so nehme ich da jetzt einfach mein Patchwork-Lineal. Da kann ich auf die gesamte Länge und kriege das dann auch gerade hin. So, 13, nicht ganz 13. Dann machen wir hier so knapp weniger. So. Und bin jetzt aber irgendwie schief. Passt nicht. Moment, wo bin ich? Ah. Ja, so, jetzt. So. Okay, das nimmt er irgendwie nicht. Dann versuchen wir jetzt einfach mal so ein. Vielleicht nimmt er ja den. Nochmal anlegen. Wo sind wir? Wo sind wir? Da sind wir. So. Und? Nö. Hat das dieses Klebeabdeckfolien und das ist halt total glatt. Aber mit dem Edding wollte ich da jetzt auch nicht unbedingt drüber. Ist halt auch die Frage, ob ich das nicht einfach. Ich nehme das gerade mal hier weg. Dann habe ich ja hier sowieso meine Schneidunterlage. Und dann mache ich das doch einfach hier dann direkt und nehme hier mein Skalpell und hoffe einfach mal, dass es damit funktioniert. Na, gerade wird es jetzt auch nicht. So überhaupt nicht gerade. Aber zumindest mal haben wir jetzt ein bisschen was geschnitten. So, jetzt nehme ich aber dieses Metalllineal. Ich habe immer Angst sowieso mit diesem mit dem Skalpell. Um beim Plastiklineal so lang zu schrammen, weil dann immer dann doch so ein bisschen halt von dem, ja, man quasi von dem Plastik abschabt. So, bitte, habe ich das schon durch. Wie gesagt, gerade ist anders, leider, aber beim nächsten Blatt werde ich es vielleicht besser schaffen. So, also jetzt brauche ich hier noch die Hälfte. Was hat man nochmal gesagt? 14, nee, 15, fast 15. Ja, das sind etwa hier. So. So, wie gesagt, gerade ist anders da, aber naja. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles irgendwie hin. So. Sind wir einfach mal mutig und machen das einfach mal. Also das ist absolut improvisiert. Haben das gerade eben erst überlegt, wie ich das in etwa irgendwie machen könnte, sollte, irgendwas. Sollt ihr auch was sehen. So. Das klebt doch richtig gut. Das heißt, aufpassen. Wenn es einmal richtig drauf ist, ist es drauf. Ja. So, das ist nicht hundertprozentig, aber es geht. Jetzt nehmen wir einfach hier mal die Schere. Das ist auch eine alte, verranzte Schere sowieso. Das heißt, die nehme ich immer gerne, gerade wenn ich irgendwas Klebriges schneide, weil die eh schon verpappt ist. Anstatt mir jetzt wieder eine Schere
zu verkleben. Na, hier mein Mülleimer geholt. Und wird hier jetzt einfach die Kanten, die hier überstehen, ein bisschen wegschneiden. Ihr könnt das natürlich alles ein bisschen exakter gleich von Anfang an machen. Aber ja, es muss nicht unbedingt wunderschön sein. Es soll vor allen Dingen praktisch sein. Also ist das jetzt nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht ganz 100% gerade alles ist. War aber auch etwas schwierig, das Lineal da drauf zu halten. Wie gesagt, das ist ziemlich glatt und das rutscht halt einfach doch enorm weg. So, kann auch weg. So, jetzt habe ich die Überstände weggeschnitten. Ja, da klebt jetzt auch nichts mehr. Und jetzt kommst du mal her. So, ja, das passt. Und jetzt gehen wir einfach mal hin. Und dann sortiere ich die Dinger hier mal drauf. Tada! Sind die da drauf? Ich bin sehr glücklich mit dem System jetzt. Viel besser, vor allem sieht man es auch besser, was man hat. Ne, anstatt wenn das da so komplett lose da drin rumfliegt. Cool. Cool. Gefällt mir. So, und jetzt gucken wir, ob das auch wirklich da reinpasst. Und geht ein bisschen schwer. Ja. Gott, ich muss an den Seiten definitiv noch was wegschneiden. Das heißt, wir schieben das jetzt einfach ein Stückchen hier rüber. Jetzt schneide ich hier einfach noch mal so ein paar Millimeter einfach mal beherzt hier weg. So. Dann probieren wir das noch mal. Na, perfekt. Kann ich das hier einfach so rausziehen und dann einfach so wieder reinstecken, so machen, fertig, yay, doch bin glücklich. So, das mache ich mir jetzt natürlich auch noch für meine anderen, aber ihr habt es mal gesehen, wie das dann funktioniert, wie man das machen kann. Wie gesagt, bei den anderen, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch das Papier direkt mache, weil da, wo ich ja eigentlich keine zwei Seiten brauche, ist es eigentlich unnötig, das wäre Materialverschwendung. Wobei, ich könnte mir es dann einfach auf ein Stück Pappe vielleicht kleben, dass ich es auch dann einfach so rausziehen kann. Ich denke mal, das werde ich auch so tun. Das einfach ein Stückchen Pappe oder so kleben. Ein bisschen Karton, weil die sind ja schon, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Also die sind schon ein bisschen dicker, ein paar Millimeter haben sie. Mal gerade mal, wie dick das ist. Ja, so ein Millimeter hat es. Und es ist zwar flexibel, aber es hat schon ein bisschen Stabilität. Aber um es einfach ein bisschen stabiler noch zu machen, gerade wenn man es dann rausziehen und wieder reinstecken will, würde es auf jeden Fall noch ein bisschen Pappe unterlegen. So, ja, ich werde dann meine anderen noch machen. Und wo ich die Dinger herbe, also welche ich da jetzt gekauft habe, wie gesagt, ich denke mal, ihr habt es am Karton gesehen, habe ich bei Amazon bestellt, verlinke ich euch unten. Und ja, würde mich freuen über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Ciao!